Willkommen bei 60 Sekunden, einem weiteren Tutorial für Fernsehmacher. Heute? Wie kopiere ich eine gute Musiksendung in 5 Schritten? Wichtig ist jedoch zuerst, dass Sie, lieber Fernsehmacher, 2 Voraussetzungen erfüllen. Geld und Kapazitäten, so wie der deutsch-französische Kultursender Arte zum Beispiel. Finanziert durch öffentlich-rechtliche Gebühren sollte das kein Problem sein, Geld und Personal für eine gute Sendung zu haben. Trotzdem ist es hocheffizient, den Kreativprozess outzusourcen. Punkt 1. Die Idee. Im Rahmen des Themensommers Summer of Scandals muss was her, das für Aufsehen sorgt. Hello everybody. I am very proud to be the host of Summer of Scandal. Musikvideos zum Beispiel, die sind doch immer so harmlos. Obwohl, da gab es doch mal eines, das verboten wurde. Kurz krasse Musikvideos gegoogelt, schnell Copy und Paste und ab in die Redaktionskonferenz mit der Idee, die ja eigentlich seit 2 Jahren bei Joyce gesendet wird. Aber egal, wird keiner merken. Punkt 2. Inhalte. Gott sei Dank posten die Redakteure der Sendung explizit, die ihr jetzt schon sehr erfolgreich durch die Copy-Paste-Tastenkombination in eurem Zwischenspeicher habt, jede Woche ihre Playlist bei Facebook. Also einfach die Videos notieren, in euren Senderablauf reinschreiben. Tada! Die perfekte Sendung ist geboren. Hier mal ein Vergleich zwischen dem Original und eurer Kopie. Ja, wir kommen immer näher und ihr merkt schon, es ist total einfach, in 5 Schritten eine gute Musiksendung zu kopieren. Ihr macht das schon perfekt. Punkt 3. Das Setting. Musikvideos, die müssen gut präsentiert werden. Das ist tricky. Das Umfeld muss passen. Hier hat die Redaktion von Joyce aber schon super vorgelegt. Ein gruseliger Wald mitten in der Nacht. Schaudrig. Nun ist das natürlich nicht immer einfach, Team und Redakteure mitten in der Nacht in den Wald zu stellen. Hier müsst ihr kompromissbereit sein. Dreht einfach am Tag, sucht euch etwas Wildes, das trotzdem irgendwie nach Wald ausschaut. Ein bisschen grünes Gestrüpp und peng, geil! Das perfekte Setting für die Kopie ist geboren. Ja, jetzt wird's etwas heikel. Punkt 4. Der Name. Aber wozu etwas verschlimmbessern, wenn der perfekte Name eigentlich schon so nah liegt? Und ganz ehrlich, Joyce ist ein kleiner Jugendsender. Der durchschnittliche Arte-Zuschauer, der kennt das doch gar nicht. Trotzdem seid vorsichtig, denn wenn ihr den Namen 1:1 kopiert, das wäre Gutenberg-Style oder Melania Trump-Atmo, schreibt ihn einfach ein wenig anders und zack, fast wie selbst ausgedacht. Punkt 5 und damit das Finale. Die Sendezeit. Seien wir doch mal ehrlich, skandalöse Musikvideos kann man nicht um 18 Uhr zeigen. Da hat Joyce mit Samstag und Sonntag 0 Uhr schon einen ziemlich richtigen Sendeplatz, auch wenn es zum Beispiel um den Jugendschutz geht. Der sieht die Ausstrahlung von FSK 18 Inhalten nicht vor 23 Uhr vor. Der durchschnittliche Arte-Zuschauer ist allerdings in der Regel um 0 Uhr schon im Tiefschlaf. Also einfach eine Stunde früher programmieren. Wäre auch doof, wenn sich die explizit Zielgruppen entscheiden müssten. Also gibt es krasse, skandalöse Musikvideos unter dem Label explizit am Samstag um 22.40 Uhr auf Arte und direkt danach im Anschluss um 0 Uhr auf Joyce. Geil, doppelte Dosis. Und wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann teilt es oder gebt dem Video einen Daumen nach oben und kommentiert. Und vor allem schaltet Samstag und Sonntag um 0 Uhr das Original ein auf Joyce explizit.